Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Das Land der Wannen in den Seelen in Rayman 3 Hoodlum Havoc. Das letzte Mal haben wir diesen einen Boss da, diesen Lord namens Rasubusu, keine Ahnung, ob den Namen schon vergessen, besiegt. Globox singt irgendein Beruhigungslied und wir sind jetzt im Land der Wannen in den Seelen endlich angekommen und ja, die Hoodlums sind natürlich hier wieder völlig wahnsinnig geworden. Ich habe keine Ahnung. So, hier sind überall so viele Punkte. Ich sollte aufhören, die einzusammeln. Sonst kriege ich natürlich wenig Punkte. Ich sollte die schon in Kombination mit anderen einsammeln. Am besten natürlich noch mit einer Fähigkeit. So, was bist du für ein guter Wagen? Tada! Also, so, irgendwo hier kriegen wir wahrscheinlich gleich eine Flugfähigkeit. Und irgendwer schießt sie wieder und ich sehe es einfach nur nicht. Ich hab doch keinen Plan. Coole Mucke. Boah, ich ist aber ziemlich viel Scheiß. Kann ich überhaupt schwimmen in diesem Spiel? Das waren wir noch gar nicht, ne? Wasser. Wow! Finde ich auch. Aha, okay. Oh shit, voll runtergezogen. Sah es gerade nur so aus. Ja. Oh. Ah ja, okay, man kann schwimmen. Das ist schön. Ah, ist das nicht friedlich? Das erinnert mich gerade irgendwie an Asterix und Obelix. Nur mit diesem gemütlichen Schwimmen. Ah. Ja, Leute, den zweiten Teil werde ich noch let's playen. Ich habe es immer wieder nach hinten verschoben, aber ich hatte nie so die Motivation dafür und ich bin gleich tot. Aber der Tag rückt näher. Ich weiß schon ganz genau, wann ich das mache. Ich habe hier so ein bisschen so meinen privaten Plan schon. Wann mache ich was? Und so lange dauert es nicht mehr. Ich bin gerade so ein bisschen in einer versprochenen Spiele-Nachholen-Phase. Wow. Okay, es geht voll kaputt. Irgendwie lande ich da voll automatisch drauf. Okay. Die Intention dieser Luftballons ist mir noch ein bisschen unbekannt. Aber egal. Oh, guck mal. Ah, okay. Okay, war für ein paar Punkte gut. Will mich mal nicht beschweren. Okay. Dürfen den ganzen Bullshit hier nochmal machen. Ist doch super. Soll er nicht da... Lande ich da automatisch drauf, fragte er und fiel runter. War ja das Ding nicht automatisch drauf. Ich liebe es, im Präteritum zu reden. Wow. Alter Vater. Das ist aber ganz schön knapp, du. Boing. 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 So. Hallo, Käfig. Hui. 5 von 6 schon wieder. Vor längerer Lebensleiste. Ich frage mich, wenn ihr mir das nicht geschrieben hättet, wie lange hätte ich wohl gebraucht, um das zu checken? Ich hätte halt ewig gebraucht. So, das ist wieder Airman, okay. Ah ja, da unten kann ich das verwenden. Wobei ich beinahe schon die Befürchtung habe, dass ich nicht schwimmen kann. Das heißt, dass ich nicht schwimmen sollte. Ich kann auch im Schuss... Im Schuss schießen, ja. Ich kann auch im Schuss schießen. Im Flug, meine ich. Dann trink was. Ihr seid doch im Wasser. So viel Zeit muss sein. So, ich glaube, das Gebiet habe ich gut abgeschlossen. Hallo, Sparschwein. Mit Leben drin. Cool. Okay, das ist irgend so ein Schiff mal wieder. Lustig. Ah. Ja, yeah, hochklettern. voll hochklettern. Das ist auch gut gesagt, du. Oh. Ta-ta-ta-ta. Da fliegt mir das Ding noch entgegen. Okay, sieht mir so aus, wenn da das Gebiet vorbei ist. Deswegen gucken wir uns natürlich noch genau um. Um auch ja nichts zu verpassen. Ja. Obwohl, ein kleines Ding habe ich wahrscheinlich eh schon übersehen. Denn ihr wisst ja, was mir Schreckliches widerfahren ist.
Nein, ich habe ja einen gehört, aber irgendwie habe ich keinen gesehen. Hatten wir Pech. Eieieiei. Ah! Oh, I got it. Man hat bei den ganzen hier nur einmal die Möglichkeit. Aber erstmal dich. Hui! So. Obwohl, die Luftballons kommen ja neu, ne? Na dann! Ist das ja kein Problem. Okay, ah. Nee, achso. Sah gerade aus wie ein Käfig. Für Kleindinge. Damit man sich seinen eigenen Kleinding halten kann. Mann, da ist so ein Ding zum Ranschleichen. La 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 la. 250 Punkte. So. Hab ich wunderbar gemacht. Wenn ich jetzt sterbe, dann ärgere ich mich aber fett. So, aber irgendwas war da gerade. Was habe ich da gerade gesehen? Hab ich volle Leben? Nö. Hey, was habe ich da gerade letztens gesehen? Was war da? Hab ich mich gerade verguckt. Kann auch immer mal wieder sein. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Nö. Gut, dann gehen wir hier. Guck mal, hier schon vor die. Hier so eine schöne Kleinling-Figur. Und der da macht einfach. Der da einfach kopfüber schön. Dead Game. Oh oh. Oh oh. Boah, die sind aber gefährlich, Dinger. Voll aus ihrem Rock. Okay, ich muss rum. Keine Ahnung, wie ich das einmal gerade getroffen habe. Diese Musik, ey. Bäne, 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 bäne. Mann, wie treffe ich die denn? So. Okay. Irgendwie hinspringen und mit Glück treffen. I got it. Okay. Wir machen jetzt wieder Party, sind hier verkehrt rum. Ja. Ah, und das? Mein Rücken hat gerade spontan angefangen zu jucken. Ein lustiger Kleinling. Oh, zufällig zwei Blasen, dass ich auch hier hochkomme. Ja. Hallo. Komisch, dass er immer hilft, wenn er besoffen ist. Ah, und längere Energie. Yahoo. Oh, ich muss los, meine Haare waschen. Du hast keine Haare, Mann, du bist ein scheiß Geist. Wie viele haben wir denn in der Welt? 5 von 9. Okay. Da kann ich mich nicht beschweren. Ratatatan. So, damit kann ich wieder anklopfen. Wow, wow, wow. Aha. Oh shit, okay. Das erinnert mich gerade ein bisschen an das Superstar-Spiel aus Zelda Twilight Princess. Mit dem, was ich auch gemacht habe, habe ich ja Let's Played mit dem, wo man da mit dem Fanghaken sich immer langziehen muss und auch überall so Punkte in der Welt waren. Auch so einfach wild verteilt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie erinnert mich das daran. So, jetzt kommt her meine ganzen Bonus-Points. Ta-da-da-da-da! Okay, die kriege ich nicht ohne. Oh, ich glaube, ich habe alle. Ratatata. Okay. Bonusraum gefunden. Sehr schön. Auf jeden Fall. So. Ich frage mich, ob wir noch irgend so einen kleinen... Hey, Raymond. Ich wow. Ich wusste gar nicht, dass du einen Zwillingsbruder hast. Ich auch nicht, Mann. Hier war nur das.
Was wollte ich gerade sagen? Ich frage mich, ob wir ob man irgendeine Belohnung kriegt. Oh, hol ich mir lieber gleich nochmal neu. Ob man irgendeine Belohnung kriegt, wenn man wirklich alle Kleinlinge befreit hat. Wahrscheinlich kriegt man nur Belohnung, wenn man die ganzen Welten 100% hat, damit man diese Kack-Bonus-Dinger freikriegt. Ach du Scheiße. Mann, ich will keine scheiß Gegner. Ich will einen Speicherpoint. Ich habe schon so viel geschafft in dieser Welt. Das wäre jetzt hammer ärgerlich, wollte ich sagen. Das war der Steinzirkel. Und Lobax mal da unten für Paddy Hall. Oh, mein Kopf juckt gerade, ne? Oh, sorry. okay. So, scheiß Typi da, komm wieder. Shit. Und tot. So, neu, ich mache jetzt auch locker platt hier. Ich bin trainiert. Excellent. Was ein bisschen verwirrend ist, dass ich, komm mal mehr, da. Dass der Controller vibriert, wenn ich einen Excellent kriege, aber auch vibriert, wenn ich Schaden kriege. Deswegen denke ich immer, ich kriege dann Schaden. Aber da steht eigentlich Excellent. Man denkt, wir haben alles falsch gemacht, aber hat man alles richtig gemacht. Das Spiel kann so fies sein. So, Globox da unten immer noch. Was bist denn du eigentlich für ein Lutscher? Bist du wieder mit deinem Kackschild da, oder was? Nö. okay. Ach so, Rakete ist das. Au! Mal schön saftig Schaden gekriegt. Ratatata. Okay. Aber wie sich das gehört, natürlich erstmal umgucken. So, da hinten muss ich scheinbar hin. Deswegen gucken wir nochmal in die andere Richtung. Von wo kam ich denn jetzt eigentlich? Von da kam ich. So, irgendwo danced hier noch einer ab. Ich habe ihn gehört. Da! Nicht das. Bam! Toll, Leben. Da ist eine Büchse. Blablabla. Vor daneben. Bam. Wie komme ich denn jetzt? Ach so, natürlich. Wie komme ich da jetzt hoch? Hey Raymond, sieh mal, ich fliege. Das war Spaß. Ja. Red Bull verleiht Flügel oder was? Der trinkt die ganze Zeit Red Bull. Ich verstehe. Okay. Wow. Okay, dann weiter. Mal kurz umgucken. Vielleicht ist hier irgendwas. Aber nö. Dann weiter. In der Hoffnung, dass der Abschnitt vorbei ist. Danke. Und gar nicht so schlechte Anzahl. Aber ich bin wieder stolz auf mich selbst. Der Part ist in circa 6 Minuten vorbei. Das heißt, wir müssen wohl noch eine ganze Welt machen. Obwohl, wir könnten natürlich jetzt auch mal... Ja, wir könnten jetzt mal eins der Minispiele machen. Ha! Freunde, gute Idee. Wir machen jetzt mal, Ach komm, ich muss jetzt mal ganz riskant leben heute. Ich speichere jetzt einfach mal in der Folge. Ja, ich hoffe, okay, es wird schon lange kein Fehler mehr passiert. Wahrscheinlich genau jetzt. Na, zur Not nachkommentieren. Immer noch besser, als wenn ich es neu spielen müsste. So, ich möchte jetzt gerne, nein, nicht die Welten, sondern die Minispiele. Wo sind die? Bei extra, ne? Ne, sind die Fotos?
Keine Ahnung, da gehen wir erstmal bei Arcade. Okay. 2D Madness. Ja. Mal gucken. Okay, 2D Madness. Zum Spielen X-Taste drücken, zum Wenden Dreieck-Taste drücken. Manchmal erinnert sich Rayman an seine Jugend, als er noch zweidimensional war. Ja, ich merke schon, das sind die Welten aus, der Hintergrund aus Rayman 1. Mit dem linken Analogstick kannst du dich bewegen und mit der X-Taste springen zum Schießen drücken. Die Viereck-Taste, also genau wie im Originalspiel. Umpalala, umpalala, umpalala. Okay. Sah es im Original auch so aus? Wenn ja, war das gar nicht so schlecht für PS1. So dynamische Welten waren. Obwohl für PS1, na doch. Für PS1 ist es sogar sehr schlecht. Nein. War die Mucke auch so? Ja. Ich verstehe. Ja, ja, Spiel. Du willst es schön richtig hardcore machen, wie die Spiele früher, und lässt mich einfach sterben, sobald ich irgendwas berühre. Hab schon verstanden. Ups. Wow. Oh, bam. Gucken, wie weit ich komme. Wow. Gar nicht gesehen. Sorry, Mann, hab grad überhaupt nichts gesehen. Bam! So, da kommt gleich ein neuer hinterher. Jawoll! Wie holst du denn? Egal, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ich glaube, wurde mir schon gesagt, da muss ich keine. Nicht irgendwas sammeln oder machen, sondern einfach nur da sein. Also einfach mal nur freischalten, muss ich nicht schaffen mit den Leveln. Sind so ganz nette Nebenbeilagen quasi. Racket Jump. Dann legen wir eine typische Halt Rocket Jumps. Die Hoodlums langweilen sich sonntags. Also lasse ich sich dämliche Spiele einfallen. Mit dem linken Analogstick kannst du dich bewegen. Wenn du die Viereck-Taste drückst, schlägst du den Ball. Und mit der X-Taste kannst du ihn einen Effekt. Was? Einen Effekt. Schreibfehler. Effekt soll das, glaube ich, sein. Oder Effekt. Das ist irgend so ein scheiß französisches Wort. Keine Ahnung. Okay. Bam. Billo-Tennis quasi. Yay. Gar nicht gesehen. Kommt aus dem Nichts. Bam. Irgendwie. Bisschen. What the fuck? Bisschen komisch. Okay, ich bin hart am Verlieren. Allein, dass die langweilen sich sonntags, ne? Oh oh. Ich bin hart am Verlieren. Ich hab verloren. Verleben verloren. Verleben verloren. Ui. Oh Mann. Ich habe auch gar nichts hier. Jawohl. Wie war der denn? Och, ich renne jetzt einfach raus hier. Hab keinen Bock mehr, Mann. Lauf jeden Fall scheiße rum. Tschüss. Ich will nicht mehr. Gut, ist der Part wenigstens vorbei? Ja, quasi. Gut. Ich will jetzt auch nicht mehr als 2 Minispiele machen, damit wir später auch noch die Möglichkeit haben. Also kacke. Ah. Ich frage mich, wann die Wettlaufs um die Lumps freigeschaltet werden. Ich hab keine Ahnung. André, wie werde. Otto greift zu harten Mitteln. Sagen wir, Otto aus Friesland kommt und der so einen Akzent hatte. Begoniax liebt Rassoff. Rassoff, so hieß er. Aber wer Begoniax? Achso, diese komische Omi da. An ihrem Kessel. Okay. Das ist eigentlich wenig Bonus da unten. Kann ich Kreis Bonus? Was bringt mir das?
Ach so, damit kann ich quick dahin. Ach so. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, das war Rayman Revolution, würde ich wieder sagen. Rayman 3. Hoodlum Havoc für heute. Bestimmt habe ich die Aufnahme jetzt verkackt. Wenn ihr das hier aber gerade hört, wie ich das sage, dann hat alles funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir weitermachen. Und vielleicht den coolen Heiler finden. Bis zum nächsten Mal. Ich arsch und ciao.